Willy Brandt ist jemand, der immer auf die internationale Ausrichtung von Politik gedrungen hat, der den Mut hatte, Politik zu machen, auch wenn sie nicht populär war, sondern weil er überzeugt war davon. Und Willy Brandt war jemand, der die Menschen auch mit seiner Art, Politik zu machen, erreicht hat. Und das sind drei Punkte, die ich mir wünsche, dass sie in der heutigen SPD verankert sind, wo ich weiß, dass es viele gibt, die das geschätzt haben an ihm und die sich auch diese Grundsätze wieder in der Politik der SPD viel stärker wünschen. Es sind sehr viele Sachen, die man aus der damaligen Zeit natürlich nicht eins zu eins, aber die man übertragen kann auf die Frage der heutigen Politik, wenn es darum geht, Demokratisierung der Gesellschaft voranzutreiben, jetzt gerade jungen Leuten zum Beispiel eine Chance zu geben, nicht nur freitags auf der Straße zu sein, sondern auch mitzuentscheiden, indem wir das Wahlalter senken. Oder die Frage Aufstieg durch Bildung, die ich sehr stark mit Willy Brandt verbinde und sage, wir haben jetzt Generationen von Migranten, die in Deutschland sind, die hier angekommen sind, die jetzt hier groß werden und denen wir auch einen Aufstieg in der Gesellschaft schaffen müssen, weswegen Bildungspolitik wieder stärker werden muss. Also das sind Fragen, wo man gucken kann, was hat Willy Brandt richtig gemacht und was lässt sich auf die heutige Zeit übertragen. Ja, es ist mehr Demokratiewagen, was man lernen kann. Es ist mehr Aufstieg durch Bildung. Es ist das Miteinander, der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Willy Brandt hat zwar seine Ideen gehabt und hat auch polarisiert, zum Beispiel in der Frage der Ostpolitik, aber er war jemand, der am Ende dafür gesorgt hat, dass der Zusammenhalt in diesem Land gestärkt wurde. Und das ist das, was uns heute auch umtreiben muss.